Oh, was? Der Endkampf? Der Endkampf? Ihr wollt mir erzählen, dass das jetzt der Final Boss ist? Sind wir dann wirklich durch? Ich habe gehört, das Projekt könnte eventuell schon bald abgeschlossen werden. Habe ich gerade die Mission nicht gelesen? Fuck. Alright! Time to kick butt and take names! Naruto, you never change, do you? Kakashi-sensei! But then I guess that's your strength. Are you gonna come with me, Kakashi-sensei? Wish I could, but not this time. Sorry. I see. I have to report for duty with a special detachment. Good luck, Naruto. You too, Kakashi-sensei! So, und bevor ich jetzt hier wirklich blind an der Sache rangehe, da, die Ambu haben Kabuto verfolgt und Orochimarus Versteck gefunden. Das Dorf ist jedoch von grünem Nebel umhüllt und der Schaden breitet sich aus. Nimm Orochimarus Versteck ein und setze seine Pläne ein Ende. Okay, das heißt, wir müssen zur Felshöhle gehen, welches sich südöstlich befindet. Und that's it, anscheinend. Das heißt, ich kriege kein neues Feld. Ach, schade. Dabei habe ich mich total gefreut, die meisten Sachen davon auszurüsten. Aber ja, hier befindet sich die Felshöhle. Eigentlich ein ziemlich weiter Umweg, wenn man das Filmstudio natürlich wieder in Betracht ziehen muss. Aber na, das sollte uns nicht aufhalten. Wir gehen da lang. Oder auch nicht. Na gut, aber das muss es auch wieder sein. Bevor wir zum Endkampf gehen, müssen wir uns natürlich darauf einstellen, unsere letzten Zwischengegner hier natürlich ordentlich zu vermöbeln. Wobei, hier möchte ich mir jetzt nicht wirklich die Mühe machen, weil das immer noch die Schwache ist. Kommt, ein paar Schläge reichen schon aus. So, dann mit der epischen Pose, die ich immer noch nicht verstehen kann, machen wir uns jetzt aus dem Staub. So, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall im neuen Gebiet. Weiter geht's. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wir auch allgemein storytechnisch unterwegs aufgehalten werden. Oh Gott, aber doch nicht hier von XXL-Fettis! Wow! Ja. Das heißt natürlich mal wieder hier üben, üben, üben und kloppen, kloppen, kloppen. Da, die kriegen ja fast nichts ab! Die kriegen ja fast nichts ab! Ja, hier sollte ich die ganze Sache auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit Naruto Rennern komme ich anscheinend auch nicht bequem daran vorbei. So. Dann hauen wir mal wieder drauf. Okay, einer droppt die ganzen Sachen. Sehr schön. Habe ich jemanden getötet? Ich glaube sogar zwei habe ich erwischt. Und natürlich sieht man wieder, unsere Kondition ist wieder aufs Maximum hergestellt worden. Okay, nicht komplett aufs Maximum, aber habt ihr gesehen, was zwei Gegner uns hier wieder zurückgegeben haben. So, nur noch du. Und das sollte es dann gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass ihr die letzten Fettis seid, die ich hier sehen werde. Aber die Tugendpunkte sind wirklich geschenkt. 259. So lobe ich mir das. Okay, wir sind gleich da. Jupp, wir wären da. Oder auch nicht. Habe ich mich ernsthaft schon wieder darauf relied, dass das alles wieder glatt laufen kann? Na, egal. Dann kommt mal wieder zusammen. Ich habe ja inzwischen die Methode dafür rausgefunden, wie ich euch alle am besten ausschalten kann. Ihr müsst nur alle zusammenkommen. Sehr gut. Die ersten zwei kriegen natürlich den vollen Damage ab. Und es wird weiter... Alter, hat er gerade einfach eines meiner Doppelgänger weggeschleudert, während ich das Naruto-Rennen ausführen wollte? Das ist nicht wirklich lieb von dir. Ah, fuck. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal instant zum QB-Modus aufgeladen worden. Das bedeutet, für Fälle aller Fälle könnten wir immer noch zurückschlagen, wenn es kritisch wird. Aber, ne? Geht mal kurz weg, ich will mir die Items holen. Alter, nur 20 Kunais.
Es ist auch mal gut mit den Kunais. Ich habe bestimmt schon wieder die volle Kapazität da rein. Natürlich haut er noch mehr raus. Aber wenigstens wüsste ich jetzt, wo man sich das Ganze erfahren könnte, wenn man so denken würde, ja komm, wir tauschen ein paar Kunais mit ein paar anderen Waffen um, damit ich mit den paar anderen Waffen die seltenen Teile umtauschen kann. Meine Güte, dieses Wort. Tut mir leid, aber das Wort selten kriege ich manchmal echt hässlich ausgesprochen. So, aber es scheint immer noch am Leben zu sein. Oh, okay, vielleicht machen wir da noch so einen Schluss-Powerschlag rein. Sehr gut, er ist down. Oh, oh. Diesmal sogar über 259. So, rein mit uns. Ah, this mist again. Okay, keep calm, keep calm. If I take this antidote, I won't be affected by the mold spores. Yuck! I think I'd rather have the mold. Also dann, ne? Das scheint unser Final Dungeon zu sein. Also werden wir auf jeden Fall alles anschauen, was wir anschauen können. Und sind dementsprechend auch auf alles vorbereitet. Hoffe ich zumindest. Also ich habe zumindest mein Naruto-Rendern ready. Aber bis jetzt kommt halt noch nichts. Das ist ehrlich gesagt etwas suspekt. Warte, was haben wir da hinten? Achso, ich wollte gerade sagen. Also das da hinten hat mich gerade ein bisschen irritiert. Okay. What? Thought I heard something. Already made an antidote, eh? The Leaf Village research team is fast. That voice! It's Kabuto! Where are you? Do you want to see something interesting? Are those guys... Prisoners transformed into an army of undead ninja. And as this place is full of green mist, they'll revive over and over. And in exchange for that, their minds are taken over by the spores. You are the lowest kind of snake! Did you plan on being the hero? That's funny. You can't go any farther than this. Not without fighting them over and over. Fine! Keep them coming! Cause you forget! I'm Naruto Uzumaki! Oh Gott, Moment. Das möchte ich mal sogar ehrlich gesagt auf die Probe stellen. Kriegt ihr überhaupt Schaden ab? Also, die gehen zwar down, aber ich habe das Gefühl, die können halt wirklich jedes Mal wieder zurückkehren. Ich kann doch eigentlich sagen, ne, ich überspringe sie, aber vielleicht ist es ja Pflicht, dass ich sie ein paar Mal bekämpfen muss. Oder halt zumindest die erste Lawine und dann kommt wahrscheinlich wieder so eine Cutscene und sagt so, ne, I'm back. Kannst also vergessen, habe ich gerade ernsthaft den Naruto-Rennen an den falschen Gegner eingesetzt? Das ist belastend. Ja, gut, ich sehe gerade wieder, also, da ist, glaube ich, eines wieder zurückgekehrt. Ja, danke Naruto-Rendern. Hat nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Oh Gott, aber die sind auch nicht gerade ganz ohne. Weil ich habe schon gerade sehr viel verloren hier. Ah, so, nochmal bitte. Und so sieht ein richtiger Spin-Dash aus mit einem Kick nach unten. Und... Okay, ich hätte sie auch eigentlich ignorieren können. Gut, dann, bevor wir weitermachen, ich hätte nichts gegen etwas Healing. Gerade jetzt wieder. So.
Gut, dann schauen wir erstmal nach. In welche Richtung gehe ich eigentlich zuerst? Oder eher gesagt, welche davon ist falsch? Aber es spielt keine Rolle. Oder es ist wieder so ein Rätsel. Nee, anscheinend nicht. Okay. Die Frage ist... Ja, wollte gerade sagen. Wo ist das Empfangskomitee? So. Der hier sollte mir jetzt die Punkte schon droppen. Ist ja gut. Dann lasse ich immer meine Doppelgänger ein bisschen kämpfen. Auch würde er meine Angriffe nicht abblocken? Mensch. Was bist denn du für eine Nervensäge geworden hier? Bitte stirb, danke. Und er ist noch kastriert worden, das heißt, er kriegt jetzt auch noch den Naruto-Rennern direkt am Stück hinterher. Und wir haben ein paar Zwingskunais. Ich erwarte doch von dir ein paar hübsche Drops hier. Aber bitte keine 20 Kunais. Das wäre sehr lieb von euch. Aber anscheinend ist da sonst nichts. Bis auf ein paar Truhen hier. Die auch irgendwie nichts verstecken. Unglücklicherweise. Und, mal sehen. Ah, ich bin anscheinend richtig. Ich bin mir halt nicht sicher, ob da hinten noch was gewesen wäre. Ah. Meine Neugier ist gerade etwas zu groß. Und dafür, dass ich den Sprint einsetze, fühle ich mich nicht schnell. Also so fühle ich mich schon etwas viel schneller. Schneller. So, ich ignoriere euch einfach mal. Nein. Ich will nur gucken, was auf der anderen Seite ist. Oh, das wäre eine Sackgasse gewesen, oder? Es hat so zumindest den Anschein. Okay, eigentlich nicht ganz. Also theoretisch gesehen, wenn wir wahrscheinlich auf der anderen Seite rübergekommen wären, hätten wir uns seine Truhe holen können. Weiß ich auf jeden Fall, wo wir hingehen werden. Weil das lasse ich auf jeden Fall nicht aus. Und solange diese Truhe nicht irgendwie bescheuert platziert ist, ja, schadet es ja nicht mal vorbeizugehen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Lasst mich einfach in Ruhe. Meine Doppelgänger kümmern sich schon um euch. Zumindest als Ablenkung. So, dann boosten sie mal langsam nach vorne. Ich ignoriere euch ehrlich gesagt einfach mal auch. Nichts gegen euch, ne? Aber ich habe keine Lust, immer ständig die gleichen Gegner zu bekämpfen. Besonders jetzt, weil wir kurz zum Abschluss sind. Oh, aber die wollen ja natürlich immer mehr. Hier, kriegt ihr von mir jetzt auch. Sehr schön, okay, ich würde zuerst mal den hier ausschalten und dann gehen wir mal zum hinteren Raum. Eigentlich war das voll der falsche, aber danke Spiel. So, gib mir auf jeden Fall die gedroppten Punkte und da war ein Item. Dieses Item möchte ich haben. Zwillingskunais. Zwar nicht das, was ich eigentlich wollte, aber danke. Besser als normale Kunais. Wobei ich eigentlich die Shurikens eher begrüßen würde, weil im Vergleich zu den Kunais verfolgen ja diese Shuriken ja einem noch ein bisschen. Aber ich bezweifle, dass die mir hier auch noch ein paar hübsche Shuriken droppen werden. Von daher... Ah... Doppelgänger, bitte macht mal euren Job. Ich glaube, jetzt ist er down. Ja. Perfekt. Gut, dann bist du der Nächste, gefolgt von dir. Oh, wundert mich, dass der hier gerade noch überlebt hat. Sehr schön. Dann gehen wir mal schnell nach hinten und holen uns doch die Truhe ab. Weil das haben wir natürlich nicht vergessen. Oh, natürlich wurde diese Stelle wieder mit Fallen ausgestattet. Und ich wette, das sind bestimmt solche overpowerten Fallen, die mich vielleicht one-hitten können. Aber da ist die Truhe und natürlich ein paar Banditos. Ah, geht doch jetzt aber kurz weg, okay? Ich bin nur gekommen, um die Truhe dazu holen und mehr will ich nicht. Rationen A. Einzigartig. Sehr schön. Währenddessen können meine Doppelgänger wieder gerne mit euch spielen. Ich leiste euch sogar noch ein bisschen Gesellschaft. So.
Oh, natürlich wieder ein paar weitere hübsche Zwillingskunais. Sehr gut. Und jetzt sehen wir mal zu, hier rauszukommen, ohne gleich viel Schaden zu erleiden. Und speaking of damage, ne, das muss unbedingt wieder geheilt werden. Zwar nicht jetzt wieder aufs Maximum, aber so 192 ist mir so eine sichere Zahl gerade. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Sofern mir nichts im Weg steht, of course. Oh Gott, aber die sollten mit ihren Frontflips aufhören. Das ist beängstigend. Oh. Sag mir nicht, wir haben jetzt den Puzzle-Part erreicht. Das sieht schon mehr nach so einem Puzzle aus. Und ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Nope. Wäre bestimmt so ein alternativer Durchgang gewesen. Zumindest würde ich gerne das Schild lesen, was das angeht. But I can't read Japanese. Was wir aber machen können, ist uns hier erstmal ein bisschen umsehen. Die Steine kann ich nicht verprügeln. Das hatte ich zumindest bei unserem letzten Erkundungstour in der Höhle, also in der Blauen Drachenhöhle, ja feststellen müssen. Ich kann auch nicht auf irgendein Gitter oder so klettern. Okay, das heißt, wir machen natürlich wieder den klassischen Durchgang und gehen dort, wo natürlich die Gegner aufzufinden sind. So. Ah, natürlich hört das immer noch nicht auf. Okay. Dann gib mir mal eure Tugendpunkte. Auch wenn ich sie im Endkampf dann ja sowieso nicht mehr richtig benutzt werde. Vielleicht schon, vielleicht nicht, na? Hängt natürlich davon ab, wie es dann weitergeht oder ob noch mehr Missionen nach dieser Sache kommen. Was ich zwar eigentlich, ehrlich gesagt, stark bezweifle, aber man weiß ja nie. Es sieht zumindest nach dem Ende aus, weil es gab jetzt nicht wirklich so Sidequests, die man machen könnte, mit Ausnahme von dieser ganzen Minigame-Sache mit dem Gambling, mit den Handzeichen von Naruto da, wo wir ein bisschen Konohamaru das Zeug beibringen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir etwas Relevantes zu erledigen haben. Okay, haben wir da hinten noch was? Oh, natürlich eine Truhe, wahrscheinlich mit einem Silberkunai. Goldkunai? Mh, Zucker. Zucker, wir kriegen langsam doch das, was uns zusteht. Ja gut, die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Ich denke einfach, nein! Oh, wie blöd war ich jetzt gerade? Toll, es kann nicht, dass ich mir kaputt machen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da hinten wäre sogar was gewesen. Aber das Spiel verweigert mir natürlich wieder alles. Okay. Könntet ihr jetzt mal bitte draufgehen? Oh. Also mich wundert es manchmal wirklich, was die hier für eine hohe Verteidigung haben. Ups, tut mir leid. Ich wollte nur seine Feuerkunais haben. Du warst mir da ehrlich gesagt etwas unwichtig. Aber dafür, dass du es geschafft hast, mir kurz an meiner linken Arschbacke kratzen zu können, na, wirst du natürlich mit deinem Leben bezahlen, weil das zähle ich als ein großes Schwerverbrechen an. Besonders bezüglich, weil es ein Angriff auf meine direkte Privatsphäre ist. Und ja, was haben wir denn da oben? Sollte doch eigentlich mehr Stuffs... Ja? Doch, mein Gefühl sagt mir, das sollte ich machen, aber nicht so. Ja, ganz tolle Wurst. Oh, diese Fallen machen mich aber auch dezent aggressiv hier. Oh. Ist denn da hinten jetzt was? Da, doch. Okay, ich wollte schon gerade sagen, ne? Was könnte man denn da hinten so Schönes bewachen? Konditionsverbesserung. Warte, mich wundert es jetzt gerade. Sind das jetzt Items, die ich einfach so benutzen kann, oder sind das Chips? Das müssen Chips sein. Weil ich kann sie hier nicht benutzen, deswegen. Ja. Machen wir natürlich weiter. Ihr habt ja ganz genau gesehen, was ich noch abfarmen kann. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ey. Ich will hier raus. Macht mal bitte Platz. So. Dann sehen wir zu, das Ganze mal schnell erkundet zu haben. Wobei ich sagen muss, ne, das Design hier ist auf jeden Fall ziemlich atmosphärisch, wenn man natürlich bedenkt, hier, so, das ist der Final Stuff hier. Natürlich wurde das auch schon passend aufgebaut, so Orochimaru-Style. Ich krieg das Kotzen. Ich denke, es wird Zeit für den Powerschlag, den ich jetzt einfach mal geladen mitbringe. Und ja, let's see. Okay.
Also wenn ich einfach drauf lande und das einfach einsetze, dann sollte es ja eigentlich sogar schon auf Anhieb kaputt gehen. Zumindest hat das ja auch damals funktioniert, wo wir in der Sandburg waren. Sehr gut, das reicht mir ehrlich gesagt sogar auf. Oh lol, sag mir nicht, das war der richtige Weg. Tatsache. The shadow possession worked like a charm. Choji, now! You don't have to ask me twice! Not bad, Choji. Not bad at all. Shikamaru! Choji! Oh, Naruto! You're still here? Aren't you supposed to be going on ahead? Why are you standing around here, you dumbbell? Look who's calling who a dumbbell, in the first place! Skip it, Naruto. Reinforcements have arrived. Take it from the top, Choji. Hide in the same place as before. Oh yeah, Naruto, take this. Why are you giving this to me? You're the most reckless one of us. If anyone needs this, you do. Don't do me any favors, but thanks. Leave this to us. You go on to the inner rooms. Right, I'm on it. Okay, natürlich haben wir total vergessen, dass wir nicht alleine hier sind. So, bevor ich jetzt aber dahin gehe, ne, ich wollte mich ja eigentlich mal hier ein bisschen umsehen. Ich glaube, ich bin falsch. Hinata, Kiba. Oh, Naruto. You're late, Naruto. We already took care of most of the goons around here. What? No way! Well, Hinata's Byakugan was a big help. But I couldn't see very far because of the mist. Well, so what do we do now? Proceed to the next coordinates and carry on with the mission. Naruto, you take the lead. Though I hate letting you get all the glory. Hinata, but why me? Why? Oh, well... Hinata, we've got to get moving. I have to go now. Hmm? Oh, right. Be careful, Hinata. Try not to screw up, Naruto. Also, Moment. Das scheint aber nur so eine Sackgasse gewesen zu sein, aber das wären Cutscenes, die ich verpasst hätte. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, dann gibt es doch erst recht... Das motiviert mich doch erst recht, mich hier nochmal schnell umzusehen, bevor wir auf blöde Ideen kommen. Und ihr wisst ganz genau, wo wir noch nicht waren. Und zwar haben wir den Weg da oben rechts total liegen gelassen. Vielleicht ist ja da noch jemand. Nun, dachte ich zumindest. Ah, doch. Neji, you okay? Naruto. Yeah, not to worry. But there certainly are a lot of them. Bushy Brow! Naruto, you are okay? Naturally! Lee, how are things at your end? We are holding our own for now, but more of them are on the way. I see. I'm finished here. Let's go on to the next point.
Neji, try not to get your butt kicked! You too. Naruto, take this! You are heading further in. The more ninja tools, the better. Thanks, Pushy Brow! May you be victorious! Ich denke, damit hätte ich jetzt alle kleinen Cutscenes abgeschlossen, ne? Aber jetzt habe ich wieder so eine Frage offen. Ledig habe ich in dem Spiel fast so gut wie gar nicht gesehen. Meine Güte, was hast du denn bitte im Hintergrund gemacht? Aber ja, anyways, ich denke, das sollte alles abgeschlossen sein. Die haben uns natürlich noch einmal zum Schluss die überpowersten Heil-Items der Welt gegeben. Wir werden sie natürlich nicht enttäuschen, aber ob wir sie einsetzen, wäre das auch eine andere Sache, weil wir haben ja noch andere Stuffs bei uns. Aber mal sehen. Es kann ja sein, dass das Final Battle wirklich so kritisch wird, dass ich davon Gebrauch machen kann. So, aber da wir uns jetzt ja auch komplett ungesehen haben, würde ich ja eigentlich sagen, dass wir dem Finale ja immer näher kommen. Und dann war es das mit dem ganzen Stuff hier. Weil ich meine, vor uns liegen bestimmt noch 2 bis 3 Maps, bis wir den Final Boss erreichen.